Herzlich willkommen bei Flip. Mein Name ist Mel. Ich bin Mirella. Und bei uns geht es jetzt wieder um Style-Inspiration und zwar diesmal das Thema Cold Shoulder. Cold Shoulder ist der Trend 2016. Das heißt, man muss die Schultern freilegen. Egal ob eine Seite, beide Seiten, Cutouts, Rollkragenpulli ausgeschnitten, Kleid ausgeschnitten. Also das Prinzip ist einfach, ihr müsst die Schulter freilegen bzw. kalt lassen. Genau. Ganz neu ist dieser Trend natürlich nicht. Seinen Ursprung findet er im 19. Jahrhundert. Da haben die Frauen freie Schultern getragen, das Dekolleté ganz weit hochgepusht. Dann hat man ihn wiedergefunden bei den spanischen Trachten. Da hieß das Ganze dann Carmen-Ausschnitt. Und in den 60ern hat das Ganze Brigitte Bardot berühmt gemacht. Die war eine absolute Stilikone, gefolgt in den 70ern von Marilyn Monroe. Die gehörte damals zu den bekanntesten und meist fotografiertesten Frauen der Welt. Ja, die hat sich auch um ihr ganzes Make-up zum Beispiel selber gekümmert, hat die mit diesem Lidstrich angefangen und war wahrscheinlich auch eine der ersten Frauen, die falsche Wimpern getragen hat. Ihr Lippenstift war übrigens aus 5 verschiedenen Farbtönen zusammengemixt. Also ich denke, die würde eigentlich perfekt in diese YouTube-Make-up-Welt passen. Die wäre der perfekte Beauty-Guru ja, mit ihren würde, Tipps und Tricks. Ja, die würde, hat die bestimmt ein bisschen Konkurrenz machen. Zuletzt ist dieser Trend wieder in den 90ern aufgepoppt. Und natürlich jetzt aber auch im Jahr 2016. Ich persönlich bin auch totaler Fan von und bin ja auch eine kleine Verfechterin des Bohemian-Stils. Da passt das auch super rein mit Rüschen oder weißen Blusen oder auch Maxi-Kleidern. Oder auch ganz lässig als Crop-Top mit Cutouts. Ja, natürlich. Aber ganz wichtig dabei ist, Leute, Achtung! Achtung! Kein BH mit oder Trägern. Trägerlosen BH. Genau. Keine diese Plastikdinger, Schnalzi. Das war 90er. Das war zu viel 90er. Das war 90er. Unsere Kindheit. Das machen wir nicht mehr, diese Nein. Fehler. Wir haben gelernt. Wir sind jetzt erwachsene Frauen. Ja. Bist du eigentlich Veganerin oder Vegetarierin? Vegetarierin. Okay. Zum Nachstylen haben wir uns heute für ein Outfit von Kendall Jenner entschieden. Und sie trägt da einen Kylie. Schwarzen... Nee, für Kendall. Kylie. Alles gut? Alles gut bei dir? Zum Nachstylen haben wir uns für ein Outfit von Kendall Jenner entschieden. Genau, sie trägt einen schwarzen High-Waisted Lederrock und dazu ein Cut-Out Cold Shoulder Long Sleeves in Grau. Dazu kombiniert sie dann auch noch Ankle Boots in Schwarz und ich finde, das sieht super cool aus. Also ich finde das Oberteil richtig cool. Das würde ich auch gerne mal tragen. Kann ich dir ausleihen? Ja. Ja, klar. Wir haben diesen Look auch perfekt nachstylen können. Natürlich der schwarze High-Waisted Lederrock, das graue Oberteil, die schwarzen Boots. Und wir haben auch eine super coole, lange silberne Kette gefunden. Und der Rock ist einfach super kompatibel mit ganz vielen anderen Sachen, wie zum Beispiel auch einem Carmen-Top. Dann würde ich aber eine schwarze Strumpfhose zu anziehen, weil es dann doch ein bisschen nackig wäre. Wir werden diesen Sommer, denke ich, auf jeden Fall viele Cold Shoulders sehen. Zeigt uns also eure kalte Schulter mit dem Hashtag FlipFashion. Ja, liked auf jeden Fall das Video, wenn es euch gefallen hat. Lasst ein Abo da und schreibt uns auch gerne in die Kommentare, wen oder was wir als nächstes nachstylen sollen. Bis dann. Tschüss.